Hallo Leute und willkommen zurück zu Planet Zeit. Es gab schon lange kein Video mehr, ich entschuldige mich dafür, aber ich hätte eigentlich eins gemacht haben zu alten Changes, die es gab, aber ja, dann wurde die Videodatei korruptiert und dann, yay, hatte ich keinen Bock mehr. Tut mir leid, aber ja, jetzt bin ich mal wieder zurück. Die Inspiration hat mich gepackt und ich wollte einfach ein Planet Zeit Video machen. Das wird mehr so ein gechillt Video sein. Was wollen wir sprechen? Ich denke, wir sprechen zuerst über Nanoweave. Erstens mal ist Nanoweave nicht mehr ein Health-Buff, also es gibt nicht einfach mehr Leben, sondern es ist jetzt Resistenz gegen kleine Projektile. Das heißt, es ist auch nicht mehr so gut gegen Flak und das heißt auch, dass es nicht mehr mit Resistance Shield stackt. Also das und das Resist Shield vom Heavy, oder? Das hier auch schon 1% Damage gibt, stackt nicht. Und das heißt, ich habe jetzt umgewechselt von Nanoweave auf Advanced Shield Capacitor, weil ich finde Nanoweave nicht mehr so nützlich, wie es früher war. Ja, aber es gibt noch mehr Videos zu Nanoweave, da könnt ihr längere Diskussionen hören. Einfach für mich jetzt persönlich, ich brauche eigentlich nicht mehr Nanoweave. Es ist immer noch gut, versteht mich nicht falsch, so in Nahkampfsituationen und so kann es sehr gut sein. Aber ja, für mich persönlich, ich finde es nicht mehr nützlich. Und weil Nanoweave jetzt auch nicht mehr Headshots beeinflusst, also Headshots passieren jetzt einfach, Headshots werden jetzt immer töten, auf eine gewisse Länge, auf etwa 700 Meter für die Bolt-Action-Rifle, wird ein Headshot immer ein One-Shot-Kill sein. Und das ist ja auch etwas, was sie geändert haben, diese Kill-Range. Und das ist jetzt auch viel mehr stabiler für die Snipers, oder für, um einen Sniper zu spielen, ist es auch stabiler. Weil eben ein Headshot immer ein One-Shot-Kill ist, auch mit Nanoweave. Das ist auch eben etwas Cooles. Junge, du kannst den nicht zerstören, egal. Ja, auch der Harasser wurde genervt und einfach diesen ganzen Balance-Post könnt ihr eigentlich nachlesen auf den SUI-Forums. Aber das ist ja schon lange her. Ich bin heute eigentlich nicht da, um darüber zu sprechen. Sondern ich wollte euch heute meine Klasse zeigen, meine neue. Und die besteht eben hier aus dem Infiltrator mit seiner Standardwaffe. Da habe ich einen Suppressor drauf getan und ein Rail-Tiley, also das Ding, das man mit den Händen hält. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wisst ihr da das Ding da? Ihr seht's. Nein, man sieht's nicht. Egal, ihr wisst schon welches. Dann ein Underboss mit Laser Pistol, Recon Darts und Metal Clips, also die, die sofort heilen, sofort Leben geben. Und das ist eigentlich so meine halb aggressive Infiltrator-Klasse. Also nicht SMGs Infiltrator, sondern eben dieses Mid-Range-Waffe hier. Und das ist eben auch sehr cool oder besser geworden mit den neuen Changes, weil ich kann jetzt 2-Shot-Headshot machen. Das heißt, es macht Duck-Duck und der andere ist tot, wenn ich den Kopf treffe. Und das fordert mich auch heraus, Headshots zu machen. Aber man muss schon etwas vorsichtiger spielen, ja. Und einfach sonst auch, Planzeit entwickelt sich sehr gut, in meinen Augen. Und da seht ihr eben auch die Power von dieser Waffe. Fast kein, also doch ein bisschen Drop und ein bisschen leaden muss man schon wegen dem Suppressor. Aber es ist nicht so krass schlimm. Vor allem auch die Waffe ist eben auch nicht für eigentlich Long Range gedacht. Sondern vor allem für eben so die Midrange-Legionen. Ja, und ich werde jetzt hier heute einfach, ich wollte einfach nur mal aufnehmen, mal wieder. So, eigentlich ohne, es gab keinen richtigen Grund, also eben über die Sachen zu sprechen, aber da habt ihr bestimmt ja schon Videos gesehen und so. Dazu habe ich das Gefühl. Hat er mich gesehen? Oh lol, oh lol. Kack. Ja, das hätte ich was machen müssen vorher. Eben, und auch die Scout Rifles haben einen Buff gekriegt. Das NC Arsenal hat einen Buff gekriegt und der Harasser, wie schon gesagt, wurde genervt. Auch hat der Harasser jetzt alle so Halberd H-Waffen, das heißt, er ist für den Harasser. Und der Flash hat dann so Bastus F-Waffen, das heißt F oder für Flash. Und Thunder hat einfach die Normalwaffen. Yay, okay. Und der Mag Rider auch, der hat einfach die Standardwaffen. Und das sind eben auch so eben die Änderungen, die da durchgezogen sind. Da war dann natürlich auch noch der ganze Schneemann-Dingi. Event. Mit allen Schneemännern, die man killen konnte. Und
war eben auch sehr cool. Ich habe auch mal einen Schneemann gekillt. Leider habe ich das Video jetzt gelöscht. Was? Wie? Der hätte eigentlich tot sein. Egal. Kein Kommentar. Rumble. Ja, eben. Snowman Event und Freeze Gun und so. Ich habe leider nicht so viel Snowmans gekillt. Egal. ich hatte irgendwie nicht so die Zeit dafür. Double XP war, da habe ich ein bisschen XP Gold. Ich bin jetzt auf Level 61 dank dem. Was auch sehr cool ist. Und ja, in Planet Side war viel los über Weihnachten. Und das war auch sehr cool. Also wirklich cool. Ich bin jetzt hier übrigens furchtbar am Spielen. aber ihr seht die Nützlichkeit vom Underboss im Nahkampf. Das ist, darum habe ich den Underboss genommen. Ah, und natürlich auch den Freeze Gun, den gab es auch, habe ich mir gekauft. Bams! Und ich bin gerade dran, eine Montage mit dem zu machen. Wenn man hier das Ding drüber hat, kann man hier nicht mehr draufklicken. Ah doch, okay. das hätte ich sonst als Bug gemeldet. Ja. Wo war ich? Ja genau, Freeze Gun. Ja, Montage machen. Ich hoffe, die wird gut, aber die wird noch eine Weile dauern wahrscheinlich. Ich habe noch nicht so viele Kills mit dir. Sie ist kack schwierig zum Verwenden. Wirklich schwierig. Nicht so ein bisschen schwierig, nein, wirklich schwierig. Hallo? Würdest du mal scheren? Danke. Danke. ich liebe das Setup. Ich habe es letztens entdeckt und ich finde es wirklich cool und praktisch. Und da war ein Flare Gun. Yay, die gab es jetzt auch wieder neu zum Verkauf. Und das heißt, jetzt haben viele Noobs herausgefunden, wie sie funktionieren. Und das heißt, yay. Oh lol. Man kann die Waffe auch spammen im Notfall. Aber eigentlich sollte man so für die Headshots gehen. Und nicht so schisch. Seht mir nicht zu bei diesem Loadout, ich bin kacke. Ja, das Loadout wäre theoretisch gut. Ich habe schon einen schönen Killstreak hingebracht. Aber ja, ich beweise es euch vielleicht nicht. Ja. Und ja, das Spiel entwickelt sich jetzt eben auch weiter. Es wird jetzt viel mehr geben, Content und so. Also im Moment war jetzt ein bisschen Flaute so mit Waffen, allgemein einfach Staffen, die es gab, die man kaufen konnte oder eben nicht, weil es eben nicht mehr so viel gab. Aber das wird jetzt auch wieder neu kommen, weil natürlich die Ferien vorbei sind oder viele Developers haben jetzt nicht mehr frei. Und das heißt auch für uns, dass wir wieder Sachen bekommen, wie neue Kontinente und so. Ah, ich bin so kacke manchmal. Ist schwierig, die Underboss zu benutzen. Kack. Ja. Ich weiß nicht, auf was freut ihr euch so? Also ich freue mich jetzt vor allem auf Hassen und auch... es gibt wieder neue Fahrzeuge. Bald mal so das Mittelding zwischen einem Thunder und einem Harasser. Also irgendwie so halb mittelgroße Transport-Dinger. Und das könnte ja auch wieder interessant werden. Finde ich. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Oh lol. Ihr seht gerade die Waffe, die Mächtigkeit des Underbosses. Messer! Gut. Stress. Mächtigkeit von Underboss. Ist unglaublich. Oh lol. Das ist für Gegner. Ich kann mich für keinen entscheiden. Oh lol. Wirklich viele Gegner. Und hallo. Oh gosh, ich gehe mal in den Tunnel. Yeah. Ich glaube, das war noch mein größter Killstreak mit einem Infiltrator. Ich habe auch Advanced Shield Capacitor auf meinem Infiltrator, weil es dann auch schneller geht für die Schilde. Und Schilde hoch zu haben ist so wertvoll, wirklich. Wenn ihr spielt, dann merkt ihr, wie wertvoll das ist. Kacke. Waren zu viele. Aber ja, es ist wirklich wertvoll, das Ding zu behalten, die Schilde. Und darum ist es auch praktisch auch für einen Infiltrator, wenn man schnell zum Cloak kann und dann einfach die Schilde wieder da sind. Das ist oberpraktisch. Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade Leerlauf in meinem Kopf, nicht auf meinem Kopf.
So das. Ja. Und, es ist Zeit für Flash Action. Ja, ich freue mich, ehrlich gesagt, komme ich da hoch? Basilis wurden übrigens, what the flip? Hab dich auch lieb, danke. Ah, der Berg ist noch steil. Wow. Ja, ich freue mich wirklich auf die Zukunft von Planet Side. Im Basilisk wurde, es gibt jetzt auch Battle Sundies mit Basilisk, Dual Basilisk, und die sind so sackstark, wirklich. Falls ihr mal Fun haben wollt mit einem Kollegen zu dritt, holt euch ein Thunder, holt euch Blockade Armor, holt euch zwei Basilisk, sind ein bisschen geupgradet. Ohne Scheiß, ihr werdet so viel Freude haben. Wirklich. Glaub mir. Ich meine es ernst. Ich meine, ich nehme jetzt den Mossy da auseinander. Mit meiner Basiliske. We're about to lose this facility. Oder auch nicht. Er mag mich nicht. Schalalalala. Da ist vielleicht noch eine gute Position, um da reinzusnipen. Ich liebe übrigens dieses Arm Station. Einfach nur wegen diesen Tunnels hier. Ist so cool. Nur ist, bin ich unfähig, die zu laufen. Sehen wir mal, ob wir noch einen guten Sniping-Spot holen und sonst. Oder holen können. Und sonst beenden wir dann die Episode mal, denke ich. Deckung. Mami. Okay. Gehen wir. Leitershalt. Und zack. Und hier hoch. Nein. Ich hab's geschafft. Yay, ich hab Sniping Spot erreicht. Und der Effekt ist immer noch cool. Oh shit. Mami. Wieso war ein Max dort oben? Das war's dann mal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Planet Side spielen. Einfach, weil es immer noch das Beste, nein, nicht das Beste, aber immer noch, weil es das eins der coolsten Spiele ist, das ich jemals gespielt habe und am Spielen bin. Yay! Also, bis später, Leute. Ciao!